Edi Glieder, wie war das, gegen drei Mannschaften da zu spielen in drei Dritteln? Ist das nicht ungewohnt? Das ist sicher ungewohnt, aber aufgrund der Situation, dass eben da drei Mannschaften sich da das Spiel gekauft haben, war das natürlich sinnvoll. Uns hat es Spaß gemacht, ich hoffe den Leuten da auch, und es war okay, Wetter schön. Ja, und das war ja für eine gute Sache, für Licht ins Dunkel. War das ein besonderer Anreiz, herzukommen? Es ist ja doch ein bisschen weiter entfernt, Burgkirchen. Für mich nicht so weit, weil ich in Salzburg lebe, aber natürlich, von Graz sind ein paar da und Wien, das ist schon eine gescheite Anreise, aber die Copa Belé veranstaltet halt solche Sachen, und das ist eben immer gut für Hobbykicker, die über 40 sind, die können sich da melden, Copa Belé sich anmelden und können uns buchen, und wir kommen da überall hin und spielen gern und in dem Fall für einen guten Zweck. Jetzt haben Sie einige Chancen gehabt, einmal getroffen. Hat Sie das ein bisschen geärgert, dass Sie nicht mehrtorig geworden sind? Ja klar, da ist man natürlich noch ein bisschen ehrgeizig, auch wenn man schon ein paar Jahre am Buckel hat. Du hast recht, Hansi, hätten müssen zwei, drei machen, und ich habe nur eins gemacht, und ja, nutzt nichts. Müssen wir durch. Kopf hoch.